Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Gestern kam das erste offizielle Trading-Video an, was sehr gut ankam, was mich erstmal freut. Auch heute reden wir wieder über einige Sachen, die in den nächsten Tagen wichtig werden und eine Sache, die ihr jetzt nach dem Video oder während des Videos direkt machen müsst. Bevor wir starten, gestern habe ich gesagt, es sind nicht mehr viele Discord-Plätze am Start und ihr habt durch die Nacht, haben wir so viele neue Leute wieder in die Gruppe bekommen. In den nächsten zwei Tagen wird der Discord erstmal schließen. Ich kann euch schon mal sagen, kommt gerne rein. Da haben wir schon alles, was hier so in den nächsten Wochen auf YouTube kommt, auf dem Discord und nochmal viel ausführlicher gebracht. Wir haben da Marktanalysen als Videos tägliche zum Release. Wir haben Flipping, überteuert verkaufen, der perfekte Start, wie man die Coins in der, oder die ersten Coins in der Web-App macht oder allgemein auch während der Web-App dann Live-Trading. Ich zeige euch, welche Spieler ihr dann einkaufen könnt, snipen könnt, um Coins zu machen, Sniping-Filter, Investments, also alles, was ihr wollt. Kommt gerne rein. Wir sind eine wirklich geile Gruppe, geile Community. Wir helfen uns auch untereinander. Es werden noch exklusive Turniere auf dem Discord kommen. Gerade läuft ein Giveaway, wo ihr auch nochmal Guthabenkarten gewinnen könnt. Also ich probiere da wirklich mein Bestes zu geben, Freunde, um euch auch viel zurückzugeben. Könnt gerne reinjoinen. Ansonsten Thema jetzt erstmal zu. Thema Nummer 1, weil es ändert sich einiges durch das neue EAFC-Teil jetzt. Was machen wir mit unseren 4600 FIFA-Points, die wir bekommen, wenn wir das Spiel vorbestellt haben? Und letztes Jahr oder die letzten Jahre war ich immer... Ich habe meine alten Videos auch geguckt, was habe ich da gesagt. Da habe ich immer das rausgehauen. Ey, die guten Spieler zockt Fooddraft. Da könnt ihr A-Spieler testen, die ihr dann für euer Team ja, euch holen könnt. Die man vor allem am Anfang eher sich nicht leisten kann, weil sie teurer sind. Da kann man so Spieler wie Mbappé und so spielen. Man kommt mit dem Gameplay ein wenig rein und kann halt auch ein wenig practicen, was auch cool ist. Und man kann nebenbei Packs sicher spielen. Standpunkt jetzt, weiß man nichts über Fooddraft, dass sich die Rewards ändern. Glaube ich auch nicht, weil sie es in den letzten 5 Jahren auch nicht geändert haben. Glaube ich nicht, dass dieses Jahr sich irgendwie die Rewards ändern in Fooddraft. Was schade ist, weil dieser Modus echt Potenzial hat. Was ich euch aber ansonsten noch mitgeben will dieses Jahr, ist nicht, ey, zockt damit Fooddraft. Und zwar hat sich ja die Lage im Shop ein wenig geändert. Wir haben dieses FIFA, also das aktuelle FC24, das erste Mal Shop-Packs bekommen, die ein wenig anders waren im Vergleich zu den letzten Jahren. Und das hat EA am Anfang zum Release der Ultimate Edition, nicht mal der Standard Edition, letztes Jahr schon bewiesen, dass sie Bock auf verrückte Shop-Packs haben. Und das haben die das ganze Jahr durchgezogen. Und jetzt im zweiten Jahr werden sie damit nicht aufhören. Ich sag sogar, die werden noch krasser, die Shop-Packs. Vor allem zum Beginn werden die Shop-Packs krasser. Warum? Einfach, weil ich glaube, dass man, also was heißt glaube, das ist ja faktisch am logischsten, dass sie eher am Anfang das meiste Geld rausholt, weil da die meisten Spieler spielen. Die höchste Nachfrage an Packs überhaupt am Start ist. Da ziehen ja so Leute wie, also no hate, aber Paluten, Concrafter, die eher wenig mit FIFA zu tun haben, zocken ja zu der Zeit sogar FIFA und machen Videos, weil das halt komplett neu ist, das Spiel. Und jeder will irgendwie sein Content daraus ziehen, das okay ist. Auf jeden Fall hört ihr schon, viele Shop-Packs werden gezogen. EA wird auf jeden Fall irgendwelche verrückten Starter-Packs in den Shop hauen. Shop-Packs zum Anfang bekommt. Was es sein wird, welche Shop-Packs, kann ich euch natürlich jetzt noch nicht sagen. Und wir haben ja 4600 FIFA-Points. Ich würde aber, weil es wird halt meistens immer Untrade sein, trotzdem immer sagen, tendiert am Anfang vor allem zum Release zu Tradable Packs. Wenn verrückte Shop-Packs kommen, wie zum Beispiel letztes Jahr ein 175k-Pack, wo man zum Beispiel jetzt als dummes Beispiel 10 82er bekommt und ihr sagt, ey, cool, habe ich direkt ein paar Starter-Spieler und es kostet irgendwie 1000 FIFA-Points, würde ich die Finger davon lassen und eher alle Points in Tradable Packs zu ziehen, weil wir am Anfang schnell Coins machen wollen und diese 4600 FIFA-Points helfen uns einfach gut dabei, schnell Coins zu machen. Und deswegen auch am Anfang, meiner Meinung nach, wenn ihr nicht irgendwie extra FIFA-Points aufladen werdet, nehmt diese 4600 FIFA-Points, wenn ihr die für den Shop benutzt, und nehmt die nur für Tradable-Packs. Ansonsten 7,5k-Packs sind ja sowieso immer da, also die könnt ihr sowieso immer öffnen. Aber ich blende euch jetzt ein Bild ein zum Vorbesteller-Release letztes Jahr. Habe ich einen Screenshot auf meinem PC noch gefunden. Hat EA 5 25k Tradable-Packs rausgehauen. Die Packs kosten 350 FIFA-Points. Da seid ihr mit 1750 FIFA-Points, die ihr dadurch verliert. Aber 25k-Packs, 12 Spieler sind da drin. Und 3 davon nochmal Gold selten. Ja, dann bleiben euch immer noch 2500 FIFA-Points. Ich glaube 2,7, 2,8 bleibt dann immer noch über. Da kann man vielleicht nochmal schauen. Gibt es vielleicht auch, letztes Jahr gab es auch ein paar Tage später die ersten 45k-Shop-Packs. Gibt es irgendein verrücktes Tradable-Shop-Pack? Aber ansonsten, wenn da von sonst nichts gibt, öffnen wir natürlich erstmal diese 25k Tradable-Packs. Oder was halt da sein wird, werden wir dann sehen. Und das restliche entweder dann einfach 7,5er öffnen. Und ganz wichtig, ich mache euch mal ein Pack vor. Sagen wir, ihr habt jetzt einen 7,5er geöffnet im neuen FIFA-Teil.
ihr kontrolliert bitte erstmal jeden Spieler. Warum? Wir haben Release, es werden viele SBCs am Anfang gemacht und es kann sein, dass so ein Tadic am Anfang einfach 3.000, 4.000 wert ist durch irgendeine SBC. Wenn ihr aber seht, ey, die kosten nichts, wie er zum Beispiel, macht ihr jetzt nicht irgendwie, komm, ich pack den erstmal im Verein für, keine Ahnung, irgendwelche Upgrade-SBCs oder was weiß ich, sondern wir machen alles zu Coins, dann wird erstmal alles abgestoßen, wenn niemand was wert ist. Und wir wollen Coins machen. Ganz wichtig, wir wollen schnell viele Coins machen. Nichts unnötig im Verein bunkern von irgendwelchen Inhalten. Danke dir, Bro, für dein Follow. Obwohl ich auf Twitch irgendwie seit 2 Wochen nicht mehr live war, kurz getraut. Die angesprochene Neuerung, das nehme ich gerade nochmal im Nachhinein auf, weil ich noch ein paar Sachen dazu gefunden habe. Es gibt einen bezahlbaren Season Pass. Man war, oder ich war auch unter anderem am Überlegen, ey, nimmt man mit diesen 4600 FIFA Points den bezahlbaren Season Pass mit. Der wird angeblich, verbessert mich gerne in den Kommentaren, laut Leaks, was ich gelesen habe, um die 1500 FIFA Points kosten. Aber er ist nicht so, wie ich es gedacht habe. Und zwar bekommt man da nicht wie im normalen Season Pass nur Ultimate Team Belohnungen. Hier steht, das wird eine gemeinsame Sache für Clubs, Karriere und Ultimate Team sein. Das ist im 25 neu. Also ihr könnt da drin oder werdet da drin auch Karriere-Sachen freischalten und Pro-Club-Sachen. Das ist halt ein bezahlbarer Season-Pass. Ich glaube, so krasse Sachen für Ultimate Team werden da gar nicht drin sein. Hier steht auch nochmal, auf hohem Niveau wird es in der kostenpflichtigen Stufe nichts geben, was man nicht auch in der kostenlosen Stufe verdienen kann. Weil ich auch erstmal so ein bisschen überlegt habe, ey, wie gesagt, in den 4600 FIFA-Points lässt man da was liegen, legt man sich da ein paar Points, sage ich mal, zur Seite und wartet auf den bezahlbaren Season-Pass. Ich hoffe, der ist direkt zum Release draußen. Und schaut, ob der sich lohnt. Kann man natürlich auch kurz machen. Kurzen Abchecker, lohnt sich der kostenpflichtige Season Pass. Werde ich euch aber dann natürlich in den Videos auch sagen. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Und deswegen würde ich mit den Starter FIFA Points mir nicht den kostenpflichtigen Season Pass holen, sondern nur Sachen, woraus wir Coins machen können. Also sprich nur Tradable Packs oder Food Draft. Ihr seht, ich habe schon Kopfhörer an, Freunde. Wir machen weiter. Am Anfang könnt ihr euch direkt 200k Free Packs mitnehmen. Das geht seit Jahren so. Und zwar geht ihr direkt zum Start, wenn ihr dann PlayStation, Xbox, PC Zugriff habt, geht ihr unter Meilensteine. Das ist immer das Erste, was ich überhaupt mache. Davor mache ich gar nichts, wenn ich reingehe. Aber es dauert ein wenig. Abschlussmeisterung heißt die eine Aufgabe und die andere heißt Meisterung Vorlagen. Und zwar bei 25 Vorlagen in einem beliebigen Ultimate Team Modus bekommt man 5k Pack. Bei 50 Vorlagen 2 Spieler-Pack. Bedeutet, ihr geht einfach Squad Battles, stellt Anfänger ein. Da macht man so in dem Spiel im Schnitt 40 bis 50 Tore / Vorlagen. Also macht beides ja immer zusammen. Bei 150 Vorlagen gibt es dann ein 25k-Pack. Dafür braucht ihr 3 Spiele. Bekommt ihr nochmal ein Free 25k-Pack, was am Anfang weiterhelfen kann. Bei 300 Vorlagen, dafür braucht ihr so circa 6 Spiele, bekommt ihr ein seltenes Mega-Pack, umgewandelt in 55k-Pack. Bei 400 Vorlagen gibt es ein 100k-Pack. Also bekommt ein 100k-Pack for free und davon 2. Und das war's bei Vorlagen. Und jetzt bei Abschlussmeisterung bekommt ihr, wo fängt es an? Hier, bei 75 angeschnittene Schusstore, das ist einfach R1-Taste und Schießen, also Finesse-Schüsse. 75 Tore kriegt ihr auch ein seltenes Megapack, davon hat man dann schon 2. Bei 50 Volley-Tore, das könnt ihr lassen, das ist ein bisschen schwer. Aber jetzt hier, bei 100 Toren im beliebigen Modus gibt es nochmal ein seltenes Megapack. Also insgesamt 3 seltene Megapacks for free. Und bei 250 Toren gibt es dann ein 100k-Pack. Also im Schnitt, ich habe es auch im Video gesagt hier, letztes Jahr habe ich so 10, 11 Spiele gebraucht, Squad Battles Anfänger. Das Coole ist, gleichzeitig levelt ihr dann noch Squad Battles, was am Anfang auch cool ist. Ist man vielleicht irgendeinem Elite-Rang, Gold-Rang und hat auch nochmal da ein paar Packs. Also ihr geht einfach Squad Battles Anfänger und er spielt euch diese Free Packs. Die sind zwar alle untradable, aber man muss die mitnehmen. Ich habe letztes Jahr die auch mitgenommen. Wir können ja mal reinschauen, was ich da so gezogen habe. Es war nicht krass, ich weiß es noch, aber es kann auf jeden Fall am Anfang helfen. Hier seht ihr auch nochmal, was ich eben erwähnt habe. Da habe ich meine 4600 FIFA Points ausgenutzt und habe hier, seht ihr das, die 25k Packs geöffnet. Da hatte ich noch alle 4600 und bin dann reingegangen. Das war mein Weg letztes Jahr. Erstmal die 25er und der Rest war Food Draft. Das ist eigentlich eine coole Kombi, was man auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder machen kann. Ihr seht die 25k Packs. Wie viel Coins kriegen wir beim Abstoßen? Ah, zeige ich nicht, schade. Ich habe schon 12k auf der Uhr und gerade hatte ich nur 5k. Also bei mir, ihr seht, war es am Ende nicht gut, Freunde. Ja, ich habe nur Müll gezogen fast. Also Fatih hat schon noch drin. In den 25k Packs gar nichts gezogen, wie ihr sehen konntet. Aber ich habe mit 5k gestartet und hatte am Ende, hier seht ihr das, da ganz oben, 23.000 Coins auf der Uhr. Also ich habe 18.000 Coins nur durchs Abstoßen gemacht von allen 25k Packs. Und das ist Worst Case. Habt ihr ein wenig Glück, habt ihr schon ein paar Coins mehr.
Und somit kann man sich schon am Anfang die knapp ersten 20 bis 30.000 Coins, ich sag mal, echt spielen und kann ja reinstarten und weiter traden. Dann hatte ich zum Beispiel auch mal Glück, habe einen Kamavinga gezogen, der ein bisschen was wert war. Jetzt bin ich gespannt, wie war mein 100k-Pick? Ich erinnere mich, es war nicht so gut, glaube ich. Vielleicht täusche ich mich. Alter, wie schlecht. Ja. Ich wurde gescammt. Also ich habe euch immer gezeigt, wie es aussieht, wenn man gar keinen Packluck hat. Ich wusste aber oder weiß aber, wir haben hier in dem Video noch ein 100k-Pack, weil ich, ja wie gesagt, beides erspielt habe. Und da gehen wir auch jetzt rein, mein zweites 100k-Pack. Ich glaube, das war gut. Oder? Ich glaube, Double Walkout. Ne. Hä, war auch schlecht. Hä, ich wurde ja auch nochmal gescammt. Crazy. Okay, ich wollte euch eigentlich nur am Ende zeigen, Freunde. Nehmt die ganzen Free Packs mit. Im Worst Case sieht es wie bei mir aus. Aber ich glaube, einer von uns, also die das Video hier schauen, werden auf jeden Fall dann Packluck haben. Dann haben wir das nächste Thema und zwar Backup Codes Web-App Start. Oh, jetzt habe ich meine Cam ausgemacht. Wenn die Web-App startet, will sich jeder um 19 Uhr anmelden. Und das Problem ist, die Server brechen ab. Man kommt nur rein mit einem Code, den EA euch auf eurer E-Mail, die ihr hinterlegt habt, oder auf eurem, also eure Handynummer hinterlegt habt. Aber es ist jedes Jahr so überlastet, dass die E-Mail oder die SMS so verspätet ankommen, dass man anstatt um 19 Uhr teilweise erst um 7:30 rein kann, 8 Uhr, 9 Uhr. Und deswegen gibt es einen Trick mit dem Backup-Code. Dafür schreibt ihr einfach bei Google Origin EA. Das macht ihr bitte jetzt oder in den nächsten Tagen vor Web-App-Release. Dann gehen wir rein. Dann lade ich mir die EA Origin-App für Windows runter. So, habe ich aber schon. Dann kommt dieses Feld hier, wenn ihr euch das runtergeladen habt. Da gebt ihr jetzt einmal eure Web-App, also eure Web-App-Daten einmal ein. So, ich kann euch nicht viel zeigen, Freunde, weil halt hier unter meiner Cam, was ich gerade verdecke, habe ich da meinen Account. Da drücke ich da drauf. Gehe auf Einstellungen. Unter Einstellungen gehen wir dann auf Datenschutz. Das ist direkt ganz vorne. Und dann unter Verwalten. Dann kommen wir einmal auf diese Seite. Ja, die sieht so aus. Und wenn ihr dann unter Security geht, steht hier einmal, ich muss dran zoomen, man darf andere Sachen nicht sehen, tut mir leid, weil es halt meine privaten Daten sind. Backup-Codes, dann drückt ihr hier drauf und dann seht ihr eure Backup-Codes. Die fotografiert ihr euch einmal mit dem Handy oder kopiert euch die einmal raus, schreibt euch die auf ein Blatt auf, was auch immer. Und wenn EA dann, wenn ihr euch dann anmelden wollt an den Tag in der Web-App und EA fragt euch nach euren, ja, Authentifizierungscode von der E-Mail oder von der SMS, könnt ihr auch einen Backup-Code eingeben und dann seid ihr direkt drin. Also müsst ihr nicht auf irgendeine E-Mail oder sonst was von EA warten und es geht sehr schnell. Und das ist mein Tipp an euch, damit ihr an dem Tag direkt in die Web-App rein könnt und nicht irgendwie Probleme habt reinzukommen. Ansonsten, wenn ich euch weiterhelfen konnte, Freunde, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, haut da rein, bis zum nächsten Mal und Peace.